وقل رب زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، liebe Geschwister, kommen wir heute zum Wissen, etwas über sein Wissen und besonders etwas über sein tiefgründiges Wissen über und in der arabischen Sprache. Er sagt hier, der Autor, als er über seine Bücher redete, die er verfasste, وَمَجْمُوعُهَا يَبْلُغُ مِئَةً وَثَلَاثَةَ عَشَرَ مُصَنَّفَ. Er sagt hier, Imam al-Shafi'is Bücher wurden gezählt und man ist auf 113 Bücher gekommen. Subhanallah. وَشَاعَ ذِكْرُهَا فِي الْبُلْدَانِ. Und diese Bücher wurden natürlich bekannt. Heutzutage gibt es Social Media, aber damals haben die Studenten des Wissens und die Gelehrten das Wissen genommen und verbreitet. Und das Wissen wird natürlich immer zum Urheber zurückgeschrieben oder verwiesen, sodass jeder diese Bücher dann kannte. وَقَصَدَهُ النَّاسُ مِنَ الْأَقْطَارِ لِلْأَخْذِ عَنْهِ. Und die Männer, beziehungsweise die Gelehrten und Studenten, und sind alle zu ihm gereist aus den verschiedensten Ländern und Regionen, um von ihm das Wissen zu nehmen. Und wir hatten im letzten Teil schon erwähnt, dass er sehr früh zum Mufti erwählt wurde. Er sagt hier, وَأَذِنَ لَهُمْ مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ مُفْتِي مَكَّةِ فِي الْإِفْتَاءِ بِهَا وَعُمْرُهُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً. Das heißt, ihm wurde erlaubt, die Fatwa zu geben im Alter von 20 Jahre, haben wir letztes Mal gesagt. Es gibt noch andere Überlieferungen. Hier haben wir das Alter von 15 und es gibt noch das Alter von 18. Wie dem auch sei, mit 20 ist immer noch sehr früh. Das weist nur darauf hin, wie großartig er im Wissen war. Rahimahullahu ta'ala. وَرُبَّمَا أوقد له المصباح في الليلة 30 مرة. Und أو أوقد له, نعم. Er sagt, وربما أوقد له المصباح في الليلة 30 مرة. Also er hat um Licht gebeten, dass es angezündet wird. Kerzenlicht gab es damals 30 Mal. Und sowas Ähnliches gab es auch bei Imam al-Bukhari und bei vielen anderen Gelehrten. Warum? Er sagt hier, وَلَمْ يُبْقِهِ دَائِمَ الْوُقُودِ قَالَ ابْنُ أُخْتِهِ مِنْ أُمِّهِ لِأَنَّ الظُّلْمَةَ أَجْلَى لِلْقُلُوبِ. Erstmal, warum sind sie 30 Mal wach geworden? Manch einer von uns hat einen Albtraum oder kann nicht schlafen. Dann schläft er ein und steht auf. Diese Leute sind wegen ganz anderen Dingen aufgewacht, wie wir noch sehen werden. Und zwar geht ihnen ein Vers durch den Kopf. Oder ein Hadith oder eine allgemeine islamische Regel, dann steht er auf und schreibt diese Lehre oder auf was er gekommen ist auf. Und dann geht er wieder schlafen. 10 Minuten später fällt ihm was anderes ein und dann steht er wieder auf und zündet wieder die Kerze an. Und das in einer Nacht, sagt er, bis zu 30 Mal. Und es gibt Gelehrten, bei denen es mehrmals passiert ist. Und es wurde gesagt, er hat die Kerze nicht angelassen. Warum? Weil er sagt, لِأَنَّ الظُّلْمَةَ أَجْلَى لِلْقُلُوبِ. Die Dunkelheit lässt die Herzen besser nachdenken. Man kann besser reflektieren und besser über eine Sache nachdenken, wenn es dunkel ist. Subhanallah. Dann sagt er hier weiter, نَبَرَ الشَّافِعُ فِي اللُّغَةِ. Er ist, ja, hat den Genie-Status erreicht in der arabischen Sprache. Und man sagt, dass er von den vier Imamen der Sprachgewandteste überhaupt war. Und wir haben erwähnt, dass Imam Malik gestaunt hat in Bezug auf seine Aussprache und seine Sprachgewandtheit. Und wir kommen gleich noch zu anderen Sachen.
Er sagt, Nabara Shafi'iyu fil Lugha, also er hat den Genie-Status erreicht. Wa kana Hujjatan fil Lughati wa Nahu. Und er war ein Hujja. Das ist ein Lobeswort, das man ausspricht, wie Gelehrter, Mufti, starker Student. Hujja heißt, er ist ein Beweis in der arabischen Sprache. Wenn es Meinungsverschiedenheiten gibt, dann geht man zum Beweis der Sprache zurück, nämlich zu Imam al-Shafi'i. Fasara hujjatan wa marji'an yarji'u an-nasu ilayhi fi masailiha. Bitte schön. Er sagt, fasara hujjatan. Wir haben ja gesagt, dass er 17 Jahre mit dem Stamm Hudayl gelebt hat und alles von der Sprache gesaugt hat wie ein Schwamm. Er sagt hier, so ist er ein Beweismittel der arabischen Sprache geworden und ein Marji', eine Quelle, zu der man zurückkehrt, wenn es Probleme gibt unter den Leuten in der arabischen Sprache. Yarji'u an-nasu ilayh, die Menschen, die Gelehrten und Studenten gingen zu ihm zurück, wenn es Probleme gab, fi masailiha, in ihren Thematiken. Er sagt hier, fil lughati wa nahw, denn die arabische Sprache ist auch nochmal unterteilt in verschiedenen Wissenschaften. Die Gelehrten haben diese Wissenschaften in 12 eingeteilt, beziehungsweise 12 herausgefunden. Die arabische Sprache ist nicht nur Grammatik und einige Vokabeln zu beherrschen. Nein, nein, nein. Die arabische Sprache besteht aus 12 Wissenschaften. Das werden wir in unserer anderen Serie mal besprechen, und zwar Wegweiser für Studenten. Da werden wir ausführlich mal auf die arabische Sprache eingehen. Er sagt weiter, وَيَرْجِعُ السَّبَبُ فِي ذَلِكَ إِلَىٰ أَنَّهُ عَاشَ بَيْنَ قَوْمٍ مِّنْ أَهْلِهَا هُمْ بَنُ هُذَيْلٍ. Bitte schön. Er sagt, und der Grund dafür, dass er so eine Quelle war und ein Mann war, zu dem man zurückkehrte, wenn man eine Thematik der arabischen Sprache nicht verstanden hat, war, weil er mit Banu Hudayl, was wir in den vorherigen Folgen erwähnt haben, gelebt hat. Also er hat sich auf ein Niveau hoch studiert, sage ich mal, das kaum erreichbar war. 17 Jahre lang lebst du unter Banu Hudayl, der Stamm der Araber. Subhanallah. وأنه اشتغل بعلوم اللغة فترة كبيرة من حياته. Bitte schön. Ja, genau, das haben wir auch erwähnt, dass er sich einen großen Zeitraum seines Lebens mit der arabischen Sprache beschäftigt hat. Und wenn wir das mal ausrechnen, dann werden wir tatsächlich herausfinden, dass er ein Drittel seines Lebens nur Arabisch lernte. Wir haben ja gesagt, Imam al-Shafi'i ist geboren 150 nach der Hijra und verstorben 204. Er hat 54 Jahre gelebt. 17 Jahre davon war er mit Banu Hudayl. Genau, 3 mal 7, 51, er wurde 54. Knapp ein Drittel seines Lebens hat er nur der arabischen Sprache gewidmet. 17 Jahre lang. Und das ist jetzt kein normaler Student gewesen. Nein, er hatte ja schon ein sehr schnelles Einprägungsvermögen. Und wie wir auch gelesen haben schon, dass er sehr schnell Dinge verstanden hat. Also bei so einem Gehirn oder bei so einem Verstand plus so lange Zeit, was hat er für Stufen erreicht in der arabischen Sprache? Subhanallah. Und das deswegen ist er der Erfinder von Usul al-Fiqh. Weil, soweit ich weiß, sagt Imam al-Ghazali in seinem Buch Al-Mustasfa, welches über Methodenlehre handelt, er sagt, Usul al-Fiqh sinngemäß ist nichts anderes als die arabische Sprache. Und da er ein Genie war in der arabischen Sprache, war es die logische Konsequenz, dass er auch Usul al-Fiqh zu Leben ruft oder zum Leben erweckt. Rahimahullah ta'ala. ولعلنا نرى صدق ذلك في أقوال العلماء الذين شهدوا بمقدرته العالية وتفوقه في اللغة وعلومها. Er sagt, und wir werden das sehen, dass er ein Führer war der arabischen Sprache, wenn wir sehen, wie die Gelehrten über ihn geredet haben. فقد قال أبو عبيد القاسم بن سلام. Wie gesagt, diese Namen, die wir hören, die sagen uns Laien nichts, aber bei den Gelehrten sind das große Namen. Wie gesagt, das ist das gleiche wie wenn wir heute berühmte Sportler oder Schauspieler hören, dann sagst du, kenne ich. Diese Namen sagen uns nichts, weil wir uns halt leider nicht auskennen mit der islamischen Geschichte und unseren Gelehrten.
Aber ich werde jeden Namen jetzt einfach erwähnen, ohne darauf einzugehen, weil das sprengt einfach den Rahmen der Zeit. Also, es wurde über ihn gesagt: Kana al-Shafi'i mimman tu'khadhu anhu al-Lugha. Al-Shafi'i war jemand, von dem man die Sprache lernen darf und sollte und musste. وقال الربيع بن سليمان كان الشافعي عربيا النفس عربي اللسان. Er hatte einen Nefs, seine Seele war arabisch, sagt er, und seine Zunge ebenfalls. وقال ايوب بن سويد خذوا عن الشافعي اللغه. Ayyub ibn Suwaid sagte, nimmt die arabische Sprache von Imam al-Shafi'i. وقال الاصمعي, und das ist, was mich am meisten gerüttelt hat. Al-Asma'i, der selber ein Imam war der Sprachkunst und der Gedichte. Und das Heftige hier ist, dass er ca. 30 Jahre älter war als Imam al-Shafi'i. Das heißt, als dieser Al-Asma'i 30 war, ist Imam al-Shafi'i gerade auf die Welt gekommen. Er sagt über ihn, صححت أشعار الهذليين على شاب من قريش بمكة يقال له محمد بن إدريس. Also al-Asma'i, Imam der arabischen Sprache und der Dichtkunst, sagt, ich habe die Gedichte vom Stamm Hudayl verbessert. Von wo hast du denn die Verbesserung geholt, ja Imam al-Asma'i? Er sagt, ala shab, von einem Jugendlichen, min Quraysh, von Quraysh, der bekannte Stamm, in Mekka. Er wird Muhammad ibn Idris genannt. Und er meint Imam al-Shafi'i, subhanallah. Weil al-Shafi'i das gemacht hat, was die wenigsten seiner Zeit gemacht haben. Nämlich die arabische Sprache ein Drittel seines Lebens zu lernen. Allahu Akbar. وقال أحمد بن حنبل, und wer kennt nicht Ahmad ibn Hanbal, ein Schüler von Imam al-Shafi'i. كان الشافعي رحمه الله تعالى من أفصح الناس. Er sagt, Imam Ahmad, sagt, Imam al-Shafi'i war der Sprachgewandteste unter den Gelehrten. Wenn die Gelehrten Ennas sagen, dann machen das manche falsch und übersetzen das als Menschen. Aber bei den Gelehrten, wenn sie sagen Ennas, dann meinen sie Al-Ulama, also die Gelehrten. وكان مالك يعجبه قراءته. Und das hatten wir auch. Imam Ahmad sagt weiter, Imam Malik hat es gefallen, wie sich Imam al-Shafi'i hier ausdrückt. لِأَنَّهُ كَانَ فَصِيحًا, weil er so sprachgewandt war. Und über ihn wurde auch gesagt, لَوْ رَأَيْتَ الشَّافِعِي, hättest du ihn gesehen, وَحُسْنَ بَيَانِهِ وَفَصَاحَتِهِ لَعَجِبْتَ, und seine schöne Ausdrucksform und seine Sprachgewandtheit und wie rhetorisch er spricht, würde es dir sehr gefallen. Vorsicht jetzt. وَلَوْ أَنَّهُ أَلَّفَ هَذِهِ الْكُتُبَ عَلَى عَرَبِيَّتِهِ الَّتِي كَانَ يَتَكَلَّمُ بِهَا مَعَنَا فِي الْمُنَاظَرَةِ لَمْ نَقْدِرْ عَلَى قِرَاءَةِ كُتُبِهِ لِفَصَاحَتِهِ. سبحان الله. وَغَرَائِبِ أَلْفَاظِهِ غَيْرَ أَنَّهُ كَانَ فِي تَأْلِيفِهِ يُوَضِّحُ لِلْعَوَامِ. Was heißen diese Worte? Die Gelehrten sagen, wenn er seine Bücher so verfasst hätte, mit der arabischen Sprache, wie er mit uns gesprochen hat, also in dieser hohen Form, in seiner Sprachgewandtheit und seiner hohen Rhetorik, lam naqdir ala qira'ati kutubi li fasahati, würden wir diese Bücher gar nicht lesen können, geschweige denn verstehen, weil er halt hochgewandt gesprochen hat und die Wörter würden wir gar nicht verstehen. Aber als er seine Bücher verfasste, verfasste er sie und hat sie klar und deutlich gemacht, lil awam, für die Laien. Subhanallah, welche Laien haben denn zu seiner Zeit gelebt? Jeder Zweite war ein Gelehrter oder einer, der nach dem Wissen gestrebt hat. La ilaha illallah. Das weist nur darauf hin, welch hohe, hohe Sprachgewandtheit dieser Imam hatte, rahimahullah ta'ala. وقال العلامة ibn Khaldun, auch Khaldun. Ibn Khaldun, der Bekannte, seine Muqaddimah ibn Khaldun, die ich jetzt hier vor mir sehe,
Das ist die sogenannte Muqaddimah ibn Khaldun, also ein großer Brocken, der über die islamische Geschichte spricht. Ebenfalls hat er darin Imam al-Shafi'i erwähnt und sagte: وَكَانَ أَوَّلَ مَنْ كَتَبَ فِي أُصُولِ فِي عِلْمِ أُصُولِ الْفِقْهِ. Also er sagt hier, er bestätigt das, dass Imam al-Shafi'i der Erste war, der in Usul al-Fiqh verfasste. أَمْلَ فِيهِ رِسَالَتَهُ الْمَشْهُورَةِ. Er hat sein bekanntes Werk, ist leider ein bisschen entfernt von mich, kommt da gerade nicht dran. Sein bekannte Ar-Risala, so heißt das Buch, welches sein Schüler Az-Zafraniyyu geschrieben hat. Also Imam al-Shafi'i hat diktiert und sein Schüler, ich vergewissere mich hier nochmal, Namen, Az-Zafarani, dieser hat dieses Buch verfasst. Dieses Buch Ar-Risala hat er verfasst oder aufgesagt in Bagdad. Und diese Ar-Risala, so heißt das Werk. Ar-Risala heißt nichts anderes wie Botschaft oder Buch in Bezug auf Methodenlehre Usul al-Fiqh. Takallama fiha fil awamiri wal nawahi wal nasch wal qiyas thumma kataba fuqaha al-Hanafiyyati fih wa haqqaqu tilka al-qawa'id wa awsa'u al-qawla fiha wa kataba al-mutakallim. Also er sagt, die Risala, wer die Risala gelesen hat, er wird sehen, dass Imam al-Shafi'i da über die Gebote und Verbote spricht, über den Analogieschluss, über die Abrogation, über allgemeines Wortlaut, spezifisches Wortlaut, etc. etc. Er sagt auch, وَرُوِيَ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ إِبْنَ مَهْدِي إِلْتَمَسَ مِنَ الشَّافِعِي وَهُوَ شَابٌ. Also Abd al-Rahman ibn Mahdi, wie gesagt, großer Gelehrter, und darauf einzugehen, wollte von Imam al-Shafi'i, wa huwa shab, während er noch ein Jugendlicher war, an yasna lahu kitaban yadhkuru fihi shara'it al-istidlal bil-Qur'an was-sunnah wal-ijma' wal-qiyas. Er hat gesagt, ja Imam, könntest du vielleicht ein Buch verfassen, das die Bedingungen enthält, wie man Beweislagen aufführt aus dem Koran und aus der Sunna, beziehungsweise Konsens und Analogieschluss. Welche Bedingungen muss ich da beachten? وَبَيَانَ النَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ وَمَرَاتِبِ الْعُمُومِ وَالْخُصُوصِ. Und kannst du auch aufzeigen, die Abrogation, was abrogiert hat, welcher Vers hat welchen abrogiert, beziehungsweise allgemein über die Abrogation zu sprechen, sei es nun im Koran oder in der Sunna. وَمَرَاتِبِ الْعُمُومِ. Und die Stufen der Allgemeinheit. Es gibt Wörter im Arabischen, die weisen auf Allgemeinheit hin und Wörter, die weisen auf Spezifisches hin. Was hat Imam al-Shafi'i gemacht? فَوَضَعَ الشَّافِعِيُّ الرِّسَالَةَ. Dann hat er sein Buch aufgesagt, wie gesagt, geschrieben hat sein Schüler, الرِّسَالَةَ. Bekanntes Werk, sehr, sehr bekanntes Werk. وَبَعَثَهَا إِلَيْهِ. Und dann hat Imam al-Shafi'i dieses Buch ihm geschickt, weil er hat ihn ja darum gebeten. فَلَمَّا قَرَأَهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمَهْدِيِّ قَالْ. Als dieser عبد الرحمن بن مهدي es gelesen hat, sagte er: مَا أَظُنُّ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ خَلَقَ مِثْلَ هَذَا الرَّجُلِ. Yani, er war erstaunt und sagte: Ich hätte nie gedacht, dass Allah so einen Mann erschafft. Weil er verblüfft war von diesem Buch und diesem Wissen, was darin war. Subhanallah. وَلَمَّا صَنَّفَ كِتَابَ الرِّسَالَةِ أَعْجَبَ بِهِ أَهْلُ عَصْرِهِ. Als er dieses Buch verfasste oder aufgesagt hatte und sein Schüler es geschrieben hat, أَعْجَبَ بِهِ أَهْلُ عَصْرِهِ. Alle Gelehrten seiner Zeit hat das Buch hat ihnen gefallen. وَأَجْمَعُ عَلَى اسْتِحْسَانِهِ وَأَنَّهُ مِنَ الْخَوَارِقِ. La ilaha illallah. Subhanallah. Und die Gelehrten schleimen nicht. Die Gelehrten fürchten Allah viel zu sehr, sodass sie einen schmeicheln oder schleimen. Sie sagen hier, es gab einen Konsens, sie haben sich darauf geeinigt, dass es ein super Buch war. Nein, وَأَنَّهُ مِنَ الْخَوَارِقِ. Es gehört sogar zu den خَوَارِقُ الْعَدَاتِ, sagt man, es ist wie ein Wunder. So ein Buch zu verfassen, ist verwunderlich. Ich finde kaum die richtigen Worte. Hatta qala al-Muzani, bis al-Muzani. Imam al-Muzani ist einer seiner Schüler, rahimahullah ta'ala, der ihn gewaschen hat. Also sein Schüler hat Imam al-Shafi'i gewaschen. Und dieser al-Muzani selbst war ein großer Gelehrter.
Imam Shafi'i sagte über ihn, um ganz kurz etwas über ihn zu sagen, er sagte, Al-Muzani, Nasiru Madhabi, Al-Muzani ist derjenige, der mein Madhab zu Hilfe oder zum Sieg verhilft. Und er sagte in Bezug auf seine starke Argumentationskraft, لو نظر الشيطان لغلبه, wenn er mit dem Shaitan diskutieren und debattieren würde, würde Al-Muzani ihn besiegen. Auf jeden Fall, dieser Al-Muzani, einer seiner bekanntesten Schüler überhaupt, sagte, pass auf hier, قرأته 500 مرة. Ich habe das Buch Al-Risala 500 Mal gelesen und das ist ein Brocken. ما من مرة إلا وقد استفدت منه شيئا لم أكن عرفته. Er sagt, jedes Mal, wenn ich das Buch gelesen habe, habe ich wieder etwas Neues gelernt, worauf ich vorher nicht gekommen bin. Das weist worauf hin, dass dieses Buch voller Nutzen und Lehren und Wissen war. Subhanallah. Ja, das war Imam al-Shafi'i, rahimahullah ta'ala, und nur etwas über sein Wissen. Im nächsten Teil dann schauen wir, was einige Gelehrten über ihn sagten. Genau, das machen wir dann im nächsten Teil. Hada wallahu alam, walhamdulillahi rabbil alamin.